Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Die neue Saison steht vor der Tür, beziehungsweise, es ist nicht mehr lang, 22 Stunden, 59 Minuten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt gerne meinen Creator-Code ein für die neue Saison für den Piratenkönig. Ich bin im Clan The Outcast. Für einen 50er CW mit, ich glaube, es sind 48 Rathaus 13er, macht richtig viel Spaß. Und eigentlich auch eine ganz gute Übung für die CWL, die ja auch jetzt bald beginnt. Und zwar in, Moment mal, 22 Stunden schon, Alter. Okay, das bedeutet, ich muss heute unbedingt meinen Clan noch sortieren und alle Leute bei mir, die zu Jimmy Ghetto gehören, muss ich auf jeden Fall nochmal eben alle dann rüberschicken. Also, wir machen mal eben zwei Mauern, damit wir vor der Saison noch ein bisschen Platz haben und gucken einfach mal drauf, würde ich mal sagen. Also, so sieht das aktuell aus. Wir führen mit 92 zu 44. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, jetzt hier so Angriffe rauszusuchen, weil doch relativ viele dabei waren. Warte mal. Na komm, wir gucken es uns eben an. Na gut. Ich habe 3 Sterne geholt. Als Nummer 29 gegen Nummer 12. Muss ich sagen, die Taktik ist echt geil. Du nimmst 6 Blitze. Was blitzt du? Luftabwehr 1, Luftabwehr 2 und den Feger. So. Dann hat er jetzt noch 3 Multi-Infernos. Das kommt natürlich meinen Drachen absolut entgegen. Dann habe ich schon mal an der Seite ein bisschen aufgeräumt mit den beiden Drachen. Und dann gucken wir einfach mal. Da kommen ein paar Ballons, damit die natürlich schon mal so die ein oder andere Luftfalle machen in der Clanburg. Er hatte, glaube ich, sogar ein paar Headhunter drin und Hexen. So, dann geht es in die Mitte jetzt. Felsenwerfer hinterher. Katapult gefreezed, dann nochmal den Warden gezündet. Es lief eigentlich gut, muss ich sagen. Es lief eigentlich richtig gut. Sind sie noch schön am Rathaus vorbeigeflogen hinter die Drachen, haben nichts mehr abgekriegt von dem Giga-Inferno-Schaden. Unten die Helgen gesetzt, Gladi schon mal gezündet und dann, ja, lief das eigentlich ganz gut. Und dann habe ich 3 Sterne geholt und bin auf jeden Fall zufrieden. Die Super-Lakaien. Ah, ist das eine gute Truppe. Der hat nochmal richtig aufgeräumt. Der hat nochmal echt so richtig aufgeräumt, der Kleine. Das war gut, der hat sogar überlebt. Der Super-Lakai hat sogar noch überlebt, aber am Ende ist er doch noch draufgegangen, okay. Er hat doch nicht ganz überlebt. Also, wir gucken einfach mal drauf, würde ich mal sagen, auf ein, zwei Angriffe. Ach, warte mal, ich hatte doch noch 2 Leute, die ich noch zeigen wollte, beziehungsweise die sich da angebaut. Er hat auch meine Base zerlegt, richtig stark auf jeden Fall. So wie mir berichtet wurde, ist Hashtag RHCV3... was auch immer das bedeuten mag. Champions League 2 Spieler, also relativ hoch. Wir sehen Hybrid mit der Queen. Die Queen mit der Heilerinnen. Was wird er machen? Er wird jetzt zum Rathaus durchgehen. Hat er schon mal offen gesprengt? Super Mauerbrecher natürlich. Super Mauerbrecher sind natürlich absolut geil, weil sie immer explodieren und dadurch natürlich die Chance sehr hoch ist, dass du die Mauer erwischt im Vergleich zu den anderen. So, König kaputt. Jetzt kümmert er sich um den Altar, kümmert sich jetzt um das Rathaus. Ja, Wutzauber drauf. Königin wird's überleben. Knapp, aber sie schafft das jetzt. So. Weil das Katapult schießt noch drauf ein. Aber die Königin überlebt. Die wird's überleben. Die wird's überleben. Sie schafft's noch so gerade eben. Ja, sie schafft das. So. Jetzt holt er sich mal eben noch. Oh, jetzt hat er da eine Luftfalle getankt. So. Da ist noch kaputt. Jetzt muss er sich gleich die Luftabwehr schnappen, sonst geht die Luftabwehr auf die Heilerin drauf. Ja, hat er auch gemacht. Und jetzt geht's unten schon mal weiter. Jetzt räumt er auf der Seite der unten alles weg mit seiner Belagerungskaserne. König. Und ich bin mal gespannt, was in der Belagerungskaserne drin ist. Das ist bei mir immer so eine ganz große Frage bei Hybrid. Okay, die Clanburg ist jetzt gleich auch weg. Ich könnte mir vorstellen, er hat vielleicht Hox drin. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, dass er vielleicht Hox drin hat, die dann so ein bisschen nach rechts weglaufen und dann schon mal unten das kaputt machen. Ich weiß es nicht. Also, Adlerdev auch immer natürlich ein Problem. Ja, er hat Hox drin. Okay, es ist genauso gekommen, wie ich das erwartet hatte. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das vorhergesagt habe. Aber auf jeden Fall, klar, was du natürlich noch kaputt machen willst, Adlerdev, Katapulte hat er jetzt alle weg. Von daher wird er jetzt durch diese Base durchgehen, wie das Messer durch die Butter, vermute ich mal. Multi-Infernos sind eigentlich auch eher gut für die Hawks. Wenn du da einen Heilzauber noch drauf wirfst, dann sollte das funktionieren. Ey, es leben noch alle Helden. Es leben noch alle Helden. Das ist also, es ist ein Overkill. Es ist ein Overkill von RHCV gegen Lina@482. Guck dir das mal an, der Gegner ist die 31, sagt aber im Endeffekt nichts aus, weil die Base ja trotzdem sehr weit ist. Also wenn du so viele Rathaus 13er im Clankrieg hast, dann macht das im Endeffekt gar nichts aus, welche Nummer du dann nimmst, weil es, ja, im Endeffekt, es ist im Endeffekt egal. Oh, Fussen hat noch keinen Angriff benutzt, okay, dann kann ich ihn leider nicht zeigen. Wo ist denn hier unser Clan-Führer? Moment, der ist wahrscheinlich über mir, oder? Ist der weit über mir? Hier.
Leviathan. Wir gucken mal drauf. 98% ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Was hat er gemacht? Moment. Der Hybrid. So. Hybrid. Dann wird er wahrscheinlich Queen Charge machen. Ja, 5 Heilerinnen. Dann sehe ich schon mal den Supermauerbrecher. Der wird er natürlich hier irgendwo offen sprengen. Damit die Queen da reinläuft, sich natürlich schon mal kümmert um Luftabwehr. Das hier, natürlich den Inferno-Turm. Und natürlich, was er unbedingt haben will, die Clanburg. Die will er natürlich auch unbedingt haben. So, jetzt kommt er. Jetzt kommt Supermauerbrecher. Brumms. Da setzt er einen Magier hin, damit die Queen natürlich nicht irgendwo anders hinläuft, außer in die Mitte. Ne? Es wäre ärgerlich gewesen, sie wäre jetzt nach links oben oder nach rechts unten weggelaufen. Da kann er auch schon mal mit dem Magier ein bisschen aufräumen. Jetzt kommt zwar der Minenwerfer. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Alter. Man sah nur so bling, 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 bling. Alles am Blinken. So, gegnerische Königin weg, Inferno-Turm weg. Ah, nein, da hat es eine der Heilerinnen erwischt. Das Katapult will er natürlich auch noch haben. Und jetzt geht's auf der unteren Seite schon mal los. Okay, er nimmt einen Zeppelin. Wahrscheinlich aktuell. Er nimmt einen Zeppelin. Oh, der ist kaputt jetzt. Ja, Bombenturm kaputt. Oh, der Skin ist so geil. Ne? Mit den Mini-Barbaren mit dem leuchtenden Schwert sieht so geil aus. Okay, was macht er jetzt? Zeppelin drauf. Adlerf ist weg. Rathaus ist weg. Jetzt wird nur gleich der Zeppelin aufgehen, ohne dass was großartig noch passiert. Was ist im Zeppelin drin? Yeti? Ah, ist natürlich ärgerlich, ne? Wenn du 98% hast, im Endeffekt fast alles richtig gemacht. Wir werden sehen, woran hat's gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Das ist die Frage. Ja, woran hat es gelegen? Ja, da fragt man sich ja, woran hat es gelegen? Ja, ich vermute mal Zeitfail. Ist natürlich ärgerlich. Aber auf jeden Fall sehr gut gemacht von ihm. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, okay. Oh, wie ärgerlich, ey. Wie ärgerlich. Aber, ey, richtig gut gemacht. Macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich habe auch noch einen Angriff offen. Ich will aber mal sagen, wir werden jetzt mal ganz kurz noch meinen Legend-Angriff machen mit der gleichen Taktik, die ich gerade auch benutzt habe. Es geht jetzt allerdings wirklich erstmal... Es geht nur um Loot. Warte mal. Wir müssen auch mal eben ganz kurz umbauen. Du nach da. Ich habe nämlich zweimal den Mauervernichter. Den brauchen wir ja nicht. So. Das passt. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ich muss noch ein bisschen Loot holen für die Saison. Wir wollen ja richtig viel ausgeben. Okay, wir gucken mal eben drauf. Das sieht wieder gut aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier auf jeden Fall 3 Sterne holen oder... Also 3 Sterne sind sowieso nie mein Ziel. Also es ist ein Traum, dass ich dann 3 Sterne hole, aber... Ein Ziel ist es natürlich nie. Mein Ziel ist es immer erstmal 2 Sterne zu holen. 2 Sterne und wenn es geht, hohe Prozente. Das ist mein Ziel. So. Du nach da. Ah, hätte ich mal eben. Ich hätte eigentlich noch einen Loon vorschicken müssen, damit er eine eventuelle Luftfalle tankt. Aber in Ordnung. Aber in Ordnung. So, der geht auf jeden Fall schon mal auf den Felsenwerfer drauf. Wir räumen an der Seite schon mal eben ganz kurz ein bisschen auf. Ich muss jetzt aber auf die Zeit etwas achten. Das bedeutet, sobald das jetzt gleich weg ist. Ja, warte, jetzt. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen die hinterher. Jetzt kommen die restlichen Loons hinterher. Jetzt kommt noch der Drache. Jetzt kommt der Warden, jetzt kommt der Felsenwerfer. Jetzt kommst du da raus. Hat der denn nichts in der... Ich habe nichts in der Clanburg gesehen. Bin ich blöd? Bin ich blöd oder was ist hier los? Warum ist... Hab ich... Hä? War denn da nichts in der Clanburg? So, Stern haben wir jetzt schon mal. Clanburg war anscheinend... War da nichts drin? Oh, der Freeze war gut. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wo setzen wir jetzt die Helden hin? Ich setze sie da vorne hin. So, nochmal gefreezed. Es werden keine 3. Diesmal werden es keine 3. Ich muss auch noch die Gladi setzen. Die Gladi setze ich mal ein bisschen dahinter, weil ich jetzt... Ihr kennt es, wenn ich rede, dann... Ja, dann verwurschtle ich mich schon mal etwas. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Nur das Problem ist jetzt echt die Zeit. König muss ich jetzt mal eben zünden. Die Gladi muss ich jetzt auch schon mal eben zünden, damit sie sich mal eben darum schon mal kümmert. Schafft sie aber nicht mehr. Weil er noch... Ja, der hat noch eine Skelettfalle davor und ich habe meinen Giftzauber verschwendet. Das ist natürlich ärgerlich. Nein. Komm, hol dir das Katapult. Das Katapult ist weg, okay. Adlerdef nur eben weg. Adlerdef ist aber nicht das Problem. Das Problem ist eher noch... Ja, das Katapult, was noch lebt. Wir schaffen keine 3 Sterne. Egal. Es war trotzdem ein guter Angriff. Ich bin zufrieden. Nein. Der Superlakai geht noch kaputt. Aber in Ordnung. Aber 179.000 Elex haben wir nicht mehr bekommen. Habe ich noch was übrig? Ah, da ist er noch. Ja, der Kleine, der ist ja noch am Rödeln. Finde ich ein bisschen schade, dass bei den Piraten
König die kleinen Barbaren dann den Skin nicht haben. Das muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Wir holen uns jetzt aber auf jeden Fall noch eben ein bisschen Gold. Wobei, da ist eh nichts mehr drin, ne? Es geht nur noch um die Ehre. Es geht noch um die Ehre. Komm, 1% noch. Moment, ein Kaffee. Und ich sage euch, obwohl ich jetzt 13,2 Gold habe, 12,5 Millionen Elex und 252.000, wir kriegen die sowieso noch wieder voll, die Lager. Wir kriegen die noch wieder voll. Guckt ihr das mal an. Ich habe auch zuletzt eigentlich immer ganz gut angegriffen, muss ich sagen. Ich habe die Taktik jetzt nochmal ausgebildet. Wir fragen nochmal eben an. Ich bräuchte noch einen Felsenwerfer. Da können wir eigentlich im Endeffekt nochmal loslegen. Vielleicht greift ja noch jemand an im Clankrieg. Greift wer an im CW. So, rup, mal eben gefragt. Und dann gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall noch einen Angriff draufkriegen oder vielleicht nochmal selber angreifen. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das hier ausgeht im Clankrieg. Die Taktik, ich mag die Taktik. Zuletzt habe ich die echt immer so, also ich habe die ein bisschen abgeändert von dem, wie ich sie mal gesehen hatte. Ich glaube, bei Aknauer Hopfen und Malz war das. Aber der kleine Nono, mein kleiner Nono-Account hat auch immer die Drachen. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du die doch auch einfach mal. Warte mal, 1, 2, 6 Stück. Jeweils 2 Stück für die Luftabwehr plus ein Erdbeben und dann nochmal 2 Stück für den Feger. So, das läuft. Das haben wir auch alles. Moment, was fehlt jetzt noch? Mauervernichter fehlt. Saisonbank nicht. Schatzkammer. Die ist sehr gut gefüllt. 21.000, das brauche ich allerdings noch nicht. Also das Dunkle brauche ich eh nicht. Leider. Es gibt keine neuen Level für die Helden für mich. Das muss ich jetzt bald abholen alles, wenn die Saison vorbei ist. Greif an. Wir gucken mal. Ich warte mal ab. Oh, was war hier? Batu, komm, den gucken wir uns mal an. Den gucken wir uns mal an. Ey, was macht der? Was macht er? Ja, was? Was? 37 Hogs? Da bin ich ja mal echt gespannt. Was macht er jetzt? 37 Hogs? 5 Blitze? Was wird jetzt hier geblitzt? Und was passiert dann? Da bin ich ja mal echt gespannt. Also, wir gucken mal drauf. Batu? Batu, machst du was? Batu? Wo ist er? 2 Minuten 18, 17, 16, 15, 14. Okay, jetzt geht's los. Er räumt unten ein bisschen auf. Wir machen auch ruhig zweifache Geschwindigkeit. So. Er räumt unten ein bisschen auf mit dem Yeti. Da vorne hat er 2 Lakis. Okay, er will die Seite weg haben. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Das ist die Taktik, wo du die Clanburg wegblitzt. Das ist natürlich super geschickt. Denn dann können dir die Hogs natürlich gar nichts. Kann den Hogs ja gar nichts passieren. Und vor allem, er hat alle 3 Helden da unten. Vor allem mit Headhunter dabei. Guck mal, wie schnell die Helden jetzt gerade gefallen sind. Bedeutet, er kriegt die Helden. Er kriegt jetzt das Katapult. Er hat die Adler-Dev geholt. Und jetzt kann er mit seinen... Jetzt kann er nämlich das machen. Jetzt kann er mit den Schweinchen direkt durch zu dem Katapult. Und wenn das Katapult jetzt gleich weg ist, dann hat er eigentlich fast alles weg. So, jetzt kann er noch den Feger holen. Der Zeppelin geht direkt durch. Das ist eine geile Taktik, muss ich sagen. Ja, das macht schon auf jeden Fall Sinn. Auch mal was anderes zu sehen als Hybrid auf jeden Fall, ist auch mal ganz lustig. Alter Schwede, die Schweine haben ganz schön rasiert. Ah, okay. Viel Glück. Jetzt brauche ich noch einen passenden Smiley. So, dann gucken wir mal gleich, ob Finkys Castle die 2 macht. Oder ob wir noch warten müssen und dann werden wir gleich wahrscheinlich auch nochmal selber angreifen. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, Finkys Castle gegen die Nummer 2. Und wenn er jetzt hier auch nochmal einen rauskloppt, dann sieht das auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Lalo sieht das aus. 2 Supermauerbrecher. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. So, da verabschiedet sich schon mal. Verabschiedet sich schon mal ein Katapult und ein Inferno-Turm. Was will er jetzt hier machen? Was er natürlich erstmal haben will, ist die Luftabwehr. Das ist ganz logisch. Magier nach links gesetzt. König läuft durch. Der Partykönig. Oh, der Eisgolem soll jetzt gleich überholen. Läuft da jetzt durch. Es sieht, glaube ich, noch ganz gut aus für ihn. Na, jetzt ist der König im Radius. Es ist immer das Gleiche. Der König wird echt immer angelockt vom Single Inferno. Es ist unglaublich. Aber der Single Inferno ist jetzt gleich weg. Den hat er noch geholt. Super, den hat er noch geholt. Perfekt, jetzt ist gleich schon sehr viel weg. Die Luftabwehr will er natürlich noch haben. Wenn es geht, den einen Single Inferno noch holen. Komm, zünd die Gladi. Ja. Gladi holt sich noch die Luftabwehr. Er kann den Single Inferno noch freezen. Clanburg will er natürlich auch noch haben.
Aber er hat ja noch die Königin. Das dürfen wir nicht vergessen. Er hat die Königin ja noch. Das ist kein Problem. Und da bin ich mal gespannt. Er muss natürlich auch schon mal einiges an Prozenten holen. Zumindest, oh, das Skelettfass. Ja, das Skelettfass ist gut. Das Skelettfass ist gut. Der Hund tankt schon mal. Ja. Ja. Damit umgeht er jetzt die Prozentfalle, indem er den Zeppelin nimmt. Was ist im Zeppelin drin? Ah, Loons. So, das bedeutet, er holt sich jetzt schon mal das Rathaus mit den Loons. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Rathaus weg. Jetzt können die restlichen Truppen sich noch um den Rest kümmern. Jetzt ist die Frage, wie viel wird er noch holen? Drachen drin. Drache und Loons. So. Ja, der Warden kümmert sich um den Tesla. 44%. Ist allerdings jetzt auch schon einiges kaputt. Also es wird jetzt wahrscheinlich nur noch, es wird nur noch um die 2 Sterne gehen. Aber die holt er sich jetzt noch. Die wird er sich jetzt noch holen. Aber trotzdem gut gekämpft auf jeden Fall. Fenkys Castle gegen die Nummer 2. Und er wäre natürlich noch geil, wenn er sich jetzt noch ein paar Prozente holen würde. Denn die Prozente können ja im Ende auch entscheiden darüber, wie dieser Krieg endet auf jeden Fall. So, und noch. Ja, Magierturm. Magierturm ist weg. Ja, so 65% oder so wird er vielleicht noch kriegen, oder? 62? Die Adlerdef lebt noch. Jetzt geht die Adlerdef auf den Lucky drauf. 63. Kriegt er aber noch. Wird er noch hinkriegen. 65 kriegt er noch. 65 kriegt er. Ja, er kriegt er noch. 65 kriegt er noch. Und jetzt ist es vorbei. Und wir gucken mal noch, dass wir nochmal selber angreifen. So, haben wir denn alles? Wir haben alles ready to go. 3, 2, 1, los. Erstmal, diesmal vorher den Kaffee, oder? Moment. So, diesmal sieht es ein bisschen anders aus. Ich probiere es diesmal ein bisschen anders. Glaube ich. Ich bin am Überlegen. Aber ich glaube, wir machen... Oh Gott, der hat ja überall Single Infernos. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Wollen wir hoffen, dass der König gleich nicht allzu schnell von einem Single Inferno erwischt wird. Sonst wäre es nicht gut. Ich räume da nämlich jetzt schon mal so ein bisschen auf. Okay, der König läuft weg. Ist er zwar im Radius vom Single Inferno, aber ist noch in Ordnung. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Er hat noch relativ viel geholt. Problem ist jetzt gleich eher die Königin. Ist die Königin jetzt auch im Radius vom Single Inferno? Das ist eher das Problem. Kann sie noch weglaufen? Jetzt habe ich schon mal so ein bisschen aufgeräumt da vorne. Ja, komm. Wir spendieren ihr einen Freeze. So, Drache 1. Ja, ich glaube, der Freeze hat sich trotzdem noch ausgezahlt. Jetzt haben wir soweit schon fast alles weg. So, das sieht gut aus. Ich gehe jetzt auch wirklich nur auf die 2 Sterne. Ja, wir kriegen es noch. Aber das bringt mir nichts, ne? Nein, das bringt mir gar nichts. So, dann gucken wir mal. Moment. Zack. Und zack. Und zack, 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 zack. Und zack. So, na, ein Software-Update ist verfügbar. Warum jetzt? Na, sind die wieder nicht im Radius gewesen? Leute, wart ihr wieder nicht im Radius? Wollt ihr mich veräppeln? Oder was? Seid ihr im Radius oder seid ihr nicht im Radius? Boah, so viele Fallen. Jetzt fliegen die natürlich alle da rein. Kannst du echt schon Tschüss sagen zu den ganzen Loons. Ja, okay. Das wird eher nicht so von Erfolg gekrönt sein, glaube ich, dieser Angriff. Gerade mal 37%. Alter, wir haben gerade mal 37% und ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Prozente jetzt noch herholen soll, ehrlich gesagt. Das wird jetzt ein kleines Problem werden noch. Was mache ich denn jetzt noch? Kann ich die Gladi höchstens noch dahin schicken? Oh, 42%. Ja, wir werden mal sehen. Ich warte jetzt. Ja, jetzt, komm. Kriegt sie das noch? Komm. Okay, hat sie sogar noch gekriegt. Ist die Frage, reicht es noch oder reicht es nicht? Es reicht noch. Es reicht so gerade eben. Das war knapp. Also das war nicht gut gemacht, aber trotzdem noch so gerade eben den 2. Stern geholt. Aber wir haben leider den Loot nicht bekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Alter, die sind ja echt stabil. Guck dir das mal an. Der hat sogar einmal die Einschläge von dem Adler überlebt. Das ist natürlich super. Eieieiei. 53%. Naja, die Zeit ist jetzt eh vorbei. Ja, der Bonus ist halt gut, ne? Aber ansonsten jetzt nicht so viel an Loot bekommen.
Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen, das noch zu füllen. Und ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Creator-Code MBF nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der neuen Folge. Ich werde jetzt aber mal wieder ein bisschen auf Dunkles gehen. Weil ich das ja nicht mehr brauche, das Dunkle. Warte mal. Vier Stück, ein Sprung. Zack, zack, das passt. Lagerungsmoppets, Zeppelin. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.